Hey und herzlich willkommen zu diesem Video. Hier geht es um die E27-Lampe von MyLight RGB-CCT, die FUT14 mit 6 Watt und 550 Lumen. Wie man die einrichtet und was die alles kann, schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ich habe die 6 Watt Bulb jetzt schon einmal vorbereitet und wir fangen jetzt an, indem wir die Fernbedienung daran anlernen. Und dafür brauchen wir einmal Strom. Jetzt drücke ich dreimal auf den Anschalter der Fernbedienung und jetzt haben wir durch das grüne Blinken einmal signalisiert bekommen, dass das Anlernen erfolgreich war. Wir haben jetzt hier einmal das Kaltweiß und an dem Schieberegler können wir jetzt einmal von Kaltweiß ins Warmweiße und wieder zurück ins Kaltweiße wechseln. Dimmen dann jetzt einmal hier noch runter und wieder hoch. Damit haben wir quasi die beiden Schieberegler einmal erklärt und gehen jetzt hier einmal den Farbkreis entlang. So, alle Farben einmal abgedeckt. Jetzt gehen wir wieder zurück ins Weiß. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, einmal einen 60-Sekunden-Timer und einen 10-Minuten-Timer einzustellen auf der Fernbedienung, wenn man zeitversetzt quasi das Licht ausschalten möchte. Damit haben wir den Funktionsumfang einmal abgedeckt und jetzt gucken wir uns noch einmal an, wie wir das Ganze ablernen. Dafür trennen wir einmal kurz den Strom, dann gleich wieder an, drücken dann 5-mal auf den Anschalter und das rote Blinken signalisiert dann, dass das Ablernen erfolgreich war. Perfekt, jetzt funktioniert auch nichts mehr auf der Fernbedienung. Wenn dir das Video zur FUT14 Bulb gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über ein Like von dir freuen. Ansonsten kannst du mir auch sehr gerne deine Anregung unten in die Kommentare hauen. Und in der Produktbeschreibung findest du auch den Link, wo du die Bulb shoppen kannst. Ansonsten verpasse es auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren, denn hier warten weitere News, Tutorials und Insights rund um das Thema LED auf dich. Jetzt klicken. Ciao.